Hallo, Hallo, Tschatchen. wo sind wir denn jetzt? Hallo und herzlich willkommen zu. Erstmal hallo und Ja, herzlich willkommen zum Telecollect Bowie. ja. Dieses Mal live on tape aus der Olaf Palme Gesamtschule. Nee, Gesamtschule? Ja, glaube ich, Gesamtschule, ja. richtig, in Hiddenhausen. Genau, da hat das Schicksal uns Hiddenhausen, heute hingebeamt. fragen sich einige, was machen die in Hiddenhausen? Die haben doch sonst immer so. Also, wir sind jetzt hier mitten in so einem Lehrerzimmer und wir haben heute einen gemeinsamen Auftritt und haben gesagt, Ja. so, wir nutzen die Gelegenheit. Und ist egal, wo wir sind. Wir sind auf Tour Genau. und Wo wir sind, ist schön. euch So. kann, ehrlich gesagt, euch kann das doch auch sowas von egal sein, wo wir sind. Genau. Hauptsache, wir reden heute über Ja. eine Platte. Und zwar über Die die da. hier, meine Damen und Herren. Ich habe sie Earthling. leider nur auf CD Aus dem und Jahr 97. Die 97. Platte nach Outside. Die Platte, die nach Outside kam, die Platte. Ja, was war passiert? Outside hatte eine Tour, eine große Tour, eine Tour, über die der Meister selber gesagt hat, das war kommerzieller Selbstmord, was er gemacht hat. Aber sie wurde von den Kritikern, sowohl die Tour als auch die Platte, sehr, sehr positiv aufgenommen. Und Bowie hatte schon auf der Bühne gesagt, das ist die beste Band, Eben. die er je hatte nach den Genau. Spiders. Bestand aus Rich wirklich Gabrels, Mike Garson, Mike Garson, Gail and Gaylen Dorsey, Dorsey zum ersten Mal mit Gaylen Sterling Dorsey, Campbell. Sterling Campbell am Schlacht. Ja. Oder war es Zachary Alford? Ich glaube, Oh. es war Zachary Alford. Zachary Alford hat. Sterling Campbell hat auf der Outside gespielt, aber Zachary Alford hat live gespielt. Okay. So war das nämlich. Aber auf der Earthling ist, glaube ich, Sterling Campbell drauf, wenn ich das richtig in Ich Erinnerung glaube, es habe. sind beide drauf. Ja, Und es oder war noch so. George Sims war noch dabei, Ja. Carlos Alomar war noch dabei bei der Outside-Tour und Ja. Errol Kazilski war auch noch dabei. Die sind Ja. jetzt hier nicht mehr dabei. Danach hat man von Carlos Alomar, glaube ich, nur noch auf der Heathen hat er noch einmal mitgespielt, glaube ich. Ja, den gab es noch Man mal. weiß Ja. immer nicht genau, was der Meister. Er hat auf jeden Fall gesagt, die Band hat live so gut funktioniert. Wir machen das direkt weiter. Bowie war 50 geworden. Noch ist er nicht 50. Er hat die Nee. Platte aufgenommen vor seinem 50. Ach so, er Geburtstag. war dabei, Und 50 die zu Platte werden. erschien wenige Tage nach seinem 50. Geburtstag im Februar 97. Ein paar Tage nachdem er sein großes Jubiläums 50 Jahre Konzert im Madison Square Garden zugunsten einer Kinderhilfsorganisation abgehalten hat. Darüber reden wir später. Wir wissen ja, 50 werden ist für einen Mann immer eine schwierige Zeit. Wir stehen ja auch kurz Ja, davor, das heißt, nicht wahr? normalerweise klassisch fängt man da an, Cabrio zu fahren, Schirmmützen zu tragen, sowas. Und Bowie hat auch das Jugendliche gesucht, und zwar in Form von Drums und Bass. Naja, Drum and Bass, sagen ja viele, das ist ja gar nicht Drum and Bass, was wir hier Nee, auf der da ging's Earthling haben. los Es ist schon. ja eigentlich mehr Jungle, es ist ja mehr Genau. so das Ding. Aber das war damals der heiße Scheiß. Prodigy, Genau. Goldie, Tricky und so weiter. Und Auf viele haben sowas hatte er Bock. Bowie haben viele vorgeworfen, er würde jetzt auf einen Zug aufspringen. Ja. Normalerweise er immer der große Innovator, immer der große Visionär, springt auf einmal auf diesen Drum and Bass Zug auf. Und ich sag mal, für Bowie-Fans war das was Tolles, ne? Also Ja. ich hatte nie, ich meine, ich kannte Firestarter von Prodigy, auch aus dem Videospiel Wipeout. Damit fängt das an. Da habe ich so gar nicht so mit, ne, mit Nee, Videospiel. ich habe ja Und Adventures gespielt früher. Das war so so das viel. Gemächlicher, Ah, weißt so du? ganz Ja. ruhig. Ja, Point and ja. Click, das war ich. Du warst Point and Click. Und tatsächlich fängt Earthling auch mit der ersten Single mit Little Wonder an. Es klingt täuschend ähnlich wie Firestarter. Ja, genau. Und dieses Lied hat er auch vorgestellt zum ersten Mal bei Thomas Gottschalk bei Wetten, dass in Münster. Passt, Das war sein ja. erster Auftritt, nicht sein letzter Auftritt bei Wetten, dass. Und es war natürlich ein Hammer. David Bowie bei Wetten, dass. Ja. Herrschaften, hier, hallo, Münster, Oh, das. hier, hallo, hier, schön, Respekt, David Ich soll Bowie. dich erinnern, dass du nicht zu viel Gottschalk immer machst Mache im ich das? Habe ich Podcast. schon Ja, mal haben wir schon gemacht. mehrfach. Habe ich schon mal gemacht. Ja. Entschuldigung. Wir schneiden das am Schluss zusammen. Best of Best Gottschalk of und Gottschalk. Hennes. Und Ja. Bowie saß auch auf der Couch und hat ein bisschen über seine Einflüsse gesprochen, über Neu und über Kann und über Ja. Kraftwerk, was natürlich bei so einer ZDF-Samstagsabendsendung sehr, sehr bizarr wird. Ja. Und Bowie, man sieht das auch das Cover. Reden wir erstmal kurz über das Cover. Über Das was Cover. reden wir? Fangen wir an mit dem Cover. Reden Ja, wir ist das gut. Cover. Ja. If I never seen the English evergreens, Ja, ich musste then auch I'm dran running through. denken. Das kommt Ja, genau, ne? das ist Das das. aus I can't give anything away. Aus seinem letzten Song auf der Black Star. Das Das ist ist ein quasi das Lied. Bild dazu. Er steht also in dieser Gutsherrenpose, sehr, sehr britisch. Das ganze Album ist total englisch. Man sagt immer, es ist britisch, aber er hat diesen zerschlissenen Union Jack Coat an, der er sich Ja. extra hat schneidern lassen. Das ist natürlich alles mit Alexander Mucke. McQueen. Alexander McQueen hat ihn geschneidert, genau. Er war auch zu besichtigen oder ist auch noch zu besichtigen bei der David Bowie Is
Ausstellung und man sieht, die Haare sind rot zum ersten Mal seit Ziggy hat er sie wieder, beziehungsweise Thin White Duke hat er sie auch noch rot gehabt, also beziehungsweise als Man Who Fell to the Earth. Das ist natürlich ein immer wiederkehrendes Motiv bei ihm und das ist eine sehr schöne Photoshop-Geschichte. Er steht da wie ein Feldherr quasi, hat genau. dem Betrachter den Rücken zugewandt und er hat auch irgendwann gesagt, das ist schön, weil das Foto hat er natürlich, da stand er irgendwo in New York im Studio und das gute alte England hat man ihm natürlich dazu gefotoshoppt, was natürlich auch schon wieder eine lustige inhaltliche Sache ist. Ist ja auch interessant. Weil er natürlich aus der Ferne, aus New York quasi Brite war. Ja, genau. Und das ganze Cover ist stilistisch sehr, sehr schön. Er hat ein paar Fotos von sich selber, die er selber gemacht hat, damals in den 70ern. Ups, in den 70ern hat er da auch verwendet, das ganze Artwork. Und die Platte ist sehr, sehr, sehr englisch. Wenn man ihn hört in Interviews, wenn man ihn hört bei seinem Geburtstagskonzert, er hat einen doch eher aufgesetzten englischen Akzent. Ja, er spricht wirklich sehr, sehr I'm doing here. Und das ist so ein bisschen... Manchmal lese ich immer, das ist sein Anthony Newley Dialekt. Also da, so ein bisschen. Also geil ist ja natürlich der Titel, weil David Bowie ist doch der Starman. Der mit den ganzen Außerirdischen und den Sternen. Und jetzt ist es Earthling. Also wirklich absolut angekommen da sind wir am wieder. Boden der Tatsachen. Und also das ganze Ding fängt ungewohnt an für einen Bowie-Fan mit Drum and Bass und mit sehr vielen, die ganze Platte ist durchsetzt mit sehr vielen Samples. Ist eine laute Platte, sagen wir es mal so. Eine laute Platte liegt natürlich auch am Produzenten Mark Plati. Ist Bowie der Produzent, Bowie ist der Produzent, aber er hat sich Mark Plati dazugeholt. Mark Plati, der später dann auch noch bei Hours und ich glaube bei Teilen von Heathen auch noch mitgemacht hat. Ein Produzent, der viel mit Prince zusammengearbeitet hat, bei Graffiti Bridge und bei vielen hippen, modernen, neuen. Aber dass als offizieller Produzent Bowie genannt ist, heißt ja auch, dass er schon erstens Bock hatte zu produzieren und zweitens auch eine Idee hatte, wie das klingen soll. Also er hat sich schon sehr identifiziert mit diesem Projekt da. Ja, aber der Sound ist definitiv Mark Plati und der Sound ist entstanden. Viele sagen, es ist eine Drum-and-Bass-Platte, es ist eine Jungle-Platte. Es ist gar nicht so viel Drum-and-Bass drauf. Die Drum-and-Bass- und Jungle-Polizei hat auch gleich gesagt, dass das alles natürlich überhaupt nicht richtig ist und billig nachgemacht und überhaupt nicht authentisch. Also, ne, fanden das doof. Ich als Bowie-Fan, ich kannte mich nicht aus mit diesen Beats. Für mich waren die frisch. Ich fand das toll. Ja. Viele mögen die Platte nicht. Ich finde es eine meiner liebsten Platten. Eine Platte, die man wahnsinnig gut heute auch noch, 20 Jahre später, immer noch sehr gut hören kann. Die musst du natürlich laut hören. Die ist laut. Laut das und am besten über Kopfhörer. Subwoofer oder Kopfhörer, oder über Kopfhörer. Ja, also Little Wonder ist ein sehr, sehr eingängiges Lied, kann man sagen. Und da wird zum Beispiel sofort direkt klar, es ist nicht nur elektronisch ein Cut and Paste. Viele Gitarren von Gabriel sind gesampelt worden. Und die ganze Platte, das muss man sagen, das ist ja diese Cut and Paste-Technik, die Bowie in seinen Texten immer verwendet, ist da jetzt auf Musik. Also die haben wirklich im Studio Sachen aufgenommen, aber nicht in erster Linie Songs, sondern erstmal Geräusche. Und dann haben sie das haben sie zertrümmert in kleinste Teilchen, das haben sie manipuliert, bearbeitet, daraus haben sie gebastelt. Genau, ich glaube, sie haben eine Woche aufgenommen und drei Wochen gemischt oder so. Es war und die Cut and Paste-Technik natürlich bei Little Wonder direkt hörbar, auch beim Text, bei vielen Texten auf der Earthling, also Cut and Paste, das hat er von William Burroughs, hat er sich abgeguckt, er hat diesmal mit einem Computerprogramm gearbeitet, wo er Textfragmente zusammengefügt hat, durcheinander gewürfelt hat und dabei kam das halt raus. Dabei kam auch Little Wonder raus und du weißt ja, wer... Es geht im Lied irgendwie geht's... Seine Olle? Echt? Oder? Um wen geht's? Es geht um die sieben Zwerge. Es geht auch um die sieben Zwerge, genau. Nach The Laughing Gnome kommen wieder die sieben Zwerge, also die Disney-sieben Zwerge, werden alle Laughing Gnome erwähnt. Meets Prodigy quasi, kann man sagen. Absolut, das ist gar nicht so schlecht. Die sieben Zwerge werden genamecheckt, also erwähnt. Ja, und dann Grumpy Gnomes, Sleepy Bhutan, Happy. Das weißt du, was der Film studiert, du Happy, weißt das natürlich. Weil ich Film studiert, kenne ich alle sieben Zwerge. Genau. Und Doc und so weiter, also sie sind alle irgendwo da drin in dem Text. Und dann gingen sie ihm aus, weil es nur sieben waren, Überraschung. Und hat er noch ein paar dazu erfunden. Ne? Genau, und das ist ein auch das Video. Der Text ist ein Nonsens. Nonsens. Ne? Alles, auch das Video ist, da taucht dann auch wieder so eine Siggi-Figur auf. Alles ist sehr bizarr. Wer singt denn über Zwerge? Warum? Bowie schon zum zweiten Mal mindestens. Ne? Ja gut, er hat auch bei Labyrinth hat er ja auch mit Zwergen zu tun gehabt. Also, nicht nur Space, sondern auch Zwerge ist ein immer wiederkehrendes Thema bei ihm. Und das Ganze ist schon so ein bisschen gewollt, modern, elektronisch für einen 50-Jährigen mit den roten Haaren. Das ist das. Das, was ich vorhin mit Cabrio fahren meinte. Es ist ein bisschen gewollt, jugendlich. Den kommenden Podcast schon mal anzuteasern auch nochmal. Ich sage jetzt immer jede Folge einmal C.G. Jung, dieser Psycho-Dingster-Analytiker. Genau.
Zwerge gibt es bei dem auch. Der hat auch die sieben Zwerge, hat er auch psychoanalytisch sich mal vorgenommen. Oh, da ist also noch und einiges. Vielleicht hat Bowie auch da nochmal irgendwie die Zwerge im Kopf. Wer, sonst kennst du erwachsene Männer, die über Zwerge schreiben, da muss man erstmal drauf kommen. Ich glaube, bei Jungs sind die auch immer ein kleines Phallus-Symbol übrigens. Also ich rede auch... Trotzdem glaube ich, dass dieser Song jetzt nicht inhaltlich gemeint ist, sondern mehr dadaistisch. Also ich rede auch öfter über Hobbits oder so, also, aber das ist nur, weil ich im Thema drin stecke. Ja. Also Little Wonder als Single, die erste Single, eine sehr schöne Single, sehr live, live gespielt. Beim Live-Spielen von der ganzen Platte ist es so, wir reden auch noch kurz nachher noch über die Tour. Dann reden wir danach über die Tour. Also Little Wonder auf jedem Greatest Hits Album eigentlich zu finden. Und, die Single von der Earthling fängt direkt damit an. Und ist zusammengebastelt aus lauter einzelnen Tönen. Also schon die ersten drei Gitarrentöne sind drei ganz verschiedene, zu verschiedenen Zeiten aufgenommene Sachen, die dann zusammen quasi eine Art Solo ergeben. Es gibt einen großen Mittelteil, wo Galen Dorsey so eine Basssache spielt, die sie eigentlich gar nicht gespielt hat, sondern sie war im Studio und hat ihren Bass und die Effektgeräte so ein bisschen ausprobiert und versucht, da einen Sound rauszukriegen, wusste gar nicht, dass man sie aufgenommen hat. Und dann haben die Jungs aus diesem Zufallsfund haben die was gebastelt. Also die haben einfach alles an Klängen, was sie so gefunden haben. Ja, gebastelt haben sie ja immer schon. Wenn man überlegt, dass Tony Visconti aus drei Spuren von Robert Fripp die berühmte Heroes-Gitarre gebastelt hat und zusammengemischt hat, dann ist das alles hier auch mit der Bastelei nichts Neues. Ja. Aber es ist extrem gecut-upt und detailverliebt. Es war neu, es war frisch und es war in your face. Und die klingt unheimlich toll und die klingt sehr, sehr, sehr direkt. Und Video ist irgendwas, eine Mischung aus irgendwie Eraserhead und Prodigy. Sehr, sehr schnell geschnitten, sehr strange und mit seltsamen Figuren. Das sind so Kunstwerke von diesem Tony Osler oder wie der heißt, der auch im Where Are We Now Video für diese Figur zuständig war. Wo ja, das sieht man zum ersten Mal bei dem Konzert im Madison Square Garden, sieht man zum ersten Mal die beiden Puppen mit den projizierten Gesichtern. Genau. Das war also nichts Neues, was da rauskam. Und Little Wonder ist auch, fängt sehr elektronisch an, es scheint immer schneller zu werden, aber es wird nicht schneller, das Schlagzeug spielt einfach Double Time irgendwann mal. Und ein Prinzip, was Bowie ja auch schon bei der Low auch schon praktiziert hat, war das Zusammentreffen von Elektronik und organischen Sounds. Jawohl. Und das ist natürlich, die organischen Sounds sind Reeve Gabrels und sind das Schlagzeug und die ganze und auch viele Mike Garson. Die haben einfach einen komplizierten Schlagzeugbeat zusammengefrickelt und dann aber eben tolle Sachen live drüber gespielt. Oftmals langsam aufgenommen und schneller abgespielt. Dadurch entstehen diese sehr hibbeligen Breakbeat-mäßigen Dinger. Und das war natürlich live nicht so reproduzierbar, deswegen kam live, muss man auch sagen, leider sehr, sehr viel von Dutt. Also auch die Backing-Vocals hört man, die Bowie, wenn Bowie selber die Backing-Vocals singt. Da sangen immer 12 Bowies gleichzeitig, aber war trotzdem geil. War trotzdem geil, Du hast ja diese Theorie, dass Bowie immer ein Händchen hat für Opener, das ist ein fetter Opener, das knallt. Das ist ein fetter Opener, mit der Single, also da muss man schon auch sagen, da hat er ziemlich auch Eier gehabt dabei. Looking for Satellites ist schon dann der zweite Song, der direkt dann wieder gar nicht Drum and Bass ist, sondern einfach auch elektronisch klingt. Schon das Schlagzeug klingt elektronisch, aber da ist die Cut-Up-Technik natürlich noch viel mehr, weil es im Text Somewhere, also Hunchback, Shampoo, Boyzone. Ich habe zuerst Boyzone verstanden. Was ist Boyzone? Boyzone, aber man kann Boyzone verstehen, wenn man will. Ich sehe auch immer, wenn ich nach den Lyrics gegoogelt habe, lese ich immer Boyzone. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der offiziell wirklich. Hier sind die Texte drin, also egal. Ja. Texte sind hier nicht drin. Und was geht es in dem Lied? Dass man nach Satelliten sucht. Looking for Satellites, da haben wir wieder das Space-Thema. Ja, das es war genau war zu der Zeit in den Nachrichten das Thema, dass man auf dem Mars Spuren Wasser. Von Leben, Wasser gefunden hat. Und eigentlich ist es die 2.0-Version von Life, Is There Life on Mars? So ein bisschen. Weil es geht um dieses There's something in the sky, where do we go from now? Und looking for... Also da steht ein Mensch, ein Erdling, steht auf der Erde im Tohuwabohu unseres banalen Alltags zwischen Shampoo und Boyzone und guckt in den Himmel und überlegt... Das hab ich noch nie gesehen. Überlegt... Was ist da oben? Wer ist das? Wie geht's weiter? Dankeschön, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Super. Also das ist so ein bisschen Life on Mars eigentlich. Hörst du nicht, ne? Aber, naja, ich habe das gedacht, das ist in der Tradition von Bowie Space Songs, aber dass es so eine direkte Verbindung gibt, Verwandtschaft gibt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich glaube schon, ja. Auch ein tolles Lied. Battle for Britain, The Letter. Ja. Er hat es halt immer nur noch als The Letter angekündigt. Ist hat einen sehr, sehr starken Breakbeat. Ist viele der Sachen auf Earthling klingen so ein bisschen wie Übrigbleibsel
von der Outside. Sind ja. es auch oft, das hier aber nicht. Also wir haben diesen Breakbeat und da haben wir wirklich dieses Battle for Britain, ist natürlich Zweiter Weltkrieg, irgendwie so the, ja. the letter und sehr, sehr britisch, sehr, sehr englisch gesungen. Don't you let my letter get you down. Man denkt, jetzt singt ja. Mick Jagger, aber es ist irgendwie Bowie. Ein Brief an die alte Heimat, den man aber nicht versteht, weil er wieder mal gecuttet und geappt und durcheinander gebastelt worden ist. Ist lustigerweise, ich glaube, fast meine Lieblingsnummer auf dem Album. Ich mag das unglaublich gern und ich fand das auch live wahnsinnig gut. Live war das toll. Ja, hat er noch auf der Reality-Tour noch gespielt? Auch live auf dem Video Reality-Tour? Genau. Ja, und da, erstens ist da wirklich auch auf der Earthling, ich habe es vorhin noch mal im Auto gehört, das, was da, ich glaube, es ist Sterling Campbell, was der da an Live-Schlagzeug während der Vorschallnummer, was der da so drüber spielt, noch über die Beats, die schon da sind, ist wirklich toll. Also das ist ganz fett. Und das andere Highlight ist für mich natürlich wirklich dieses Solo von Mike Garson mal wieder. Wenn Mike Garson Solo spielen darf, ist das immer spannend. Und auf der Platte ist es wirklich nur Zachary Alford, muss ich dir sagen, ja. Dann ist der aber auch gut. Sterling Campbell, der ist auch super, ja. Sterling Campbell hat das live auch sehr gut gemacht, aber... Dann ist das ist ebenfalls eine fantastische Sache. Es ist seine Liveband. Okay. Auf jeden Fall. Und Sterling Campbell hat es live auch sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja, und in dieser abgefahrenen Nummer dann Mike Garson ein Solo, wo Bowie ihm im Studio gesagt hat, spiel Stravinsky. Und dann hat er da so ein typisches Garson-Klaviersolo hingelegt, das mir unglaublich gut gefällt. Das ist auch super. Das ist auch wieder dieses inmitten dieser ganzen Elektronik und dieses ganzen Geblubbers und so, dann auf einmal wieder sowas Organisches, wo man einfach merkt, da sitzt ein Mensch an einem echten Instrument und haut rein. Apropos Solo, das ist mir jetzt, habe ich gerade vergessen, bei Looking for Satellites, da gibt es ein Gitarren-Solo, das ist auch interessant. Ja. Weil ich habe gelesen, dass... Ist das mit dieses Einseiten-Solo? Ja, das ist glaube ich. Erzähl du. Also da hat auch Bowie wieder so eine Spielregel erfunden fürs Studio, gesagt, hier, Reeves... spiel doch das Solo immer, solange ein Akkord steht, also bis der nächste Akkord kommt, bleibst du auf einer Seite der Gitarre. Und erst wenn der nächste Akkord kommt, darfst du auf die nächste Seite. Und das fand Reeves Gabrels, hat er gesagt, fand er eine richtig scheiß Idee. Und man hört, sagt er, auf diesem Solo, wie er quasi kotzt, ob dieses Korsett und wie er das lange Zeit durchhält, irgendwie so 8 Akkorde. Man hört förmlich, wie er sich quält, dass er da jetzt auf dieser einen Seite und irgendwann stinkt es ihm und er bricht dann raus aus dem Korsett und legt ein sehr abgefahrenes, befreiendes Solo in dem. Ja, das hört man. Man hört, wie genervt er am Anfang ist und wie er sich dann da vielleicht war es intendiert auch von natürlich. Das ist auch natürlich einfach so ein Eno-Trick einfach, ja, ne? So wie das Trick. Ich gebe jetzt Regeln vor und die werden dann gebraucht. War mir als Rückgriff nochmal wichtig, das ist ein interessantes Solo. Ja. Ganz richtig, 7 Years in Tibet. Ja. Auch wieder kein Drum-and-Bass-Ding. Auch er singt wieder in ein Telefon rein am Anfang. Es geht im großen Sinne um Tibet. Es geht um, wie geht's dir? Man hat hier in den Kopf geschossen, alles klar. Ja, die Geschichte ist quasi ein junger tibetanischer Mönch, der erschossen worden ist, liegt im Schnee und wird von einer Frau irgendwie gehalten. Und sie guckt dann in den Himmel. Und das Ganze ist auch ein bisschen inspiriert von dieser ganzen, wie heißt der, Harrer oder was? Heinrich Harrer, genau. Geschichte. Ziemlich zeitgleich war der Film im Kino auch mit Brad Pitt. Er hat damit nichts zu tun. Das heißt, auch in Strophen ist es auch musikalisch interessant, weil es wirklich so ein bisschen, es klingt so ein bisschen von den Sounds her so ein bisschen old, die Gitarre. Und das ist so eine komische, so eine Verfieser-Orgel und eine Saxophonlinie, die schon wieder 50er Jahre klingt, was wohl auch zur Harrer-Zeit, glaube ich, dann passt. Oder zumindest zur Zeit, wo der sein Buch da veröffentlicht hat. Genau, es gibt eine Version sogar auf Mandarin. Ja. Und der Refrain ist eine Explosion an das Kraft explodiert dann wieder, das explodiert dann wieder richtig. Geht nach vorne, das wurde live auf seinem Geburtstag dann mit Unterstützung von Dave Grohl gespielt. Die Mandarin-Version ist zu finden auf dieser Platte. Hier war auch im Internet natürlich sowieso, aber das war eine Beilage bei GQ. Da war ich zu der Zeit, war ich sogar in Amerika und habe mir die gekauft. Da sind 6 Songs drauf, denn die Idee war, dass man die Platte nochmal live rausbringt. Also das ganze Ding wurde dann während der Live-Konzerte nochmal aufgenommen und aus irgendwelchen Gründen hat das nicht geklappt, wahrscheinlich irgendwie mit der Plattenfirma. Es gab dann kein Live-Album, aber Versatzstücke und davon sind auch einige von dem Geburtstag aufgenommen. Und die 7 Jahre in Tibet-Version, die Studio-Version, ist hier auch drauf auf Mandarin gesungen. Hati-wa-ti-ta, hati-wa-ti-ta. Also, hat ja wohl immer dieses, wie hieß es, Tibet House, diese Konzertreihe, da war ja immer engagiert auch schon. Genau. Und das ist aber jetzt schon die 4. Nummer, die ich auch sehr stark finde, muss man eigentlich sagen. Naja, von 4 Nummern sind jetzt 4 Nummern sehr stark. Na?
Also kommt die fünfte, die auch den Titel eines Films hat, nämlich Dead Man Walking. Ja. Die zweite Single, oder die dritte Single, genauer gesagt. Ist auch eine unglaublich starke Nummer. Eine unglaublich starke Nummer. Auch da fängt es wieder sehr elektronisch an, mit einem elektronischen Gewurbel. Und wird immer, immer rockiger, wird immer liveiger. Genau. Und, die Nummer beginnt quasi programmiert und elektronisch und endet in einer echten, live spielenden, explodierenden Rockband. Ganz unmerklicher Übergang, sehr faszinierend gemacht eigentlich. Und auch da der Text wieder cut and paste. Ich glaube, die Inspiration kam von Neil Young, als er Neil Young und Crazy Horse gesehen hat bei einem Bridge House Konzert, wo er auch selber live gespielt hat. Und da kam halt so, wird halt erklärt, die Zeile, Three Old Men Dancing Under the Moonlight, genau. Shaking Their Sex in Their Bones and the Boys That They Were. Also er war beeindruckt, dass man im Alter noch so rocken kann und noch so noch nach vorne. Ja genau, es ist eigentlich, da muss man sagen, das hat mit seinem Geburtstag auch zu tun. Auf jeden Fall. Es geht darum, dass ein Rockmusiker, der eine Legende ist, ja, und sagen wir es mal so, auf der Bühne steht und aber wie in Trance spielt und gleichzeitig ein junges Publikum begeistert und auch in Trance spielt. Und das fand Bowie natürlich faszinierend und klasse. Und das hat zu diesem wirklich sehr starken Song geführt. Ich finde es eine seiner besten Nummern. Ja. Einer seiner besten Songs, Dead Man Walking. Vor allen Dingen, weil dieser Song reanimiert wurde, ja, als Akustikversion. Zusammen ja. Er und Reeves Gabrels haben das gespielt, auch in mehreren Talkshows. Bei Conan O'Brien kann man sich angucken. Na, und da auf dem Tribute-Konzert. Auf dem Tribute-Konzert. Gary Oldman hat das Tribute-Konzert in London am 8. Januar 2017 begann mit einem Klavier-Medley von Mike Garson und dann kam Gary Oldman auf die Bühne und sang zusammen mit Mark Platy und mit Galen Dorsey akustisch Dead Man Walking. Was irre ist, weil die, das hat ja auch gleichzeitig, ist es ja auch ein feines, einfaches, akustisches, hübsches Lied. Ja, und das merkst du gar nicht, wenn das so knallt, ja, wie es das normalerweise tut. Und das sind die besten Bowie-Songs, ja, die so total, die total von der Produktion leben, die man aber dann runterschrubbt auf ein akustisches Arrangement und die dann noch mehr werden dadurch und noch mehr gewinnen dadurch. Und das Akkordschema ist relativ simpel, erinnert ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ein bisschen an The Superman von The Man Who Sold the World, so ein bisschen hin und her. Es ist relativ simpel, relativ einfach, aber eins der großen Würfe, Lied Nummer 5 auf einer großen Platte. Finde ich auch 10 von 10 Punkten, schon das fünfte Lied. Kommen wir zum Lied, also Dead Man Walking auf jeden Fall hören, hat nichts mit dem Film zu tun. Nee. Aber ist auch so ein bisschen Selbstanalyse. Ich bin jetzt 50 und I'm older than movies. Das hat mich sehr berührt. Also, das war natürlich beim Bowie Tribute auch sehr schön. I'm gone, irgendwie, weiß wie heißt es, through a crack in the past. Crack in the past und so. Also, kommen wir zu Lied Nummer 6 auf der Platte, Telling Lies. Das Lied, das vorab erschienen ist, und zwar nicht als Single, auch als Single, aber später, sondern es war der erste Song jemals ever, der zuerst im Internet downloadbar war. Er hat ihn auch schon live auf diesen Konzerten, Open-Air-Dingern gespielt, zum Beispiel bei diesem Lorelei-Konzert. Bei dem Lorelei-Konzert war auch schon gespielt, Telling Lies, schon kannte quasi, richtig. Und es kam dann tatsächlich raus als CD-Single in drei verschiedenen Mixen. War wohl übrig von Outside. Das war übrig von Outside, Telling Lies. Und, es ist mir heute beim Hören nochmal aufgefallen, also ich finde das eine tolle Nummer, das ist eine super Nummer, aber ich finde, es gibt einen Bruch, man hört, dass die von früher ist, davor ist. Also die hat nicht ganz diese produktionstechnische Wucht wie die ersten fünf Nummern bis dahin. Ja, man hört es auch, diese Telling Lies, da kommt diese Unheimlichkeit, dieses Gruselige noch von der Outside noch so ein bisschen mit rüber. Man kann sich vorstellen, dass das irgendeiner dieser fiktiven Charaktere von der Outside singt. Ich glaube, es ist auch ein Spiel damit, dass Bowie als Sänger und super Avantgardist und sowas. Ich denke, dachte immer an Hans-Rudolf Kunze mit Glaub keinem Sänger. So ein bisschen, ja. I'm Visionary, Telling Lies. Bowie hat später nochmal gesagt, das Teil meines Jobs ist es, euch anzulügen. Und vielleicht geht es da auch um. Also als Kunze-Fan muss ich sagen, das ist, wenn Telling Lies, das Glaub keinem Sänger von Hans-Rudolf Kunze ist, ich glaube, da freut Hans-Rudolf sich auch sehr drüber. Ja. Könnte man, ist nicht mein Lieblings. Song ist nicht seine größte Komposition. Aber egal, ist ein Überbleibsel. Ich finde den auch noch ziemlich gut. Ich mag den für mich also 8,5 Punkte von 10 oder sowas. Aber das ist ein Bruch, finde ich. Das ist definitiv ein Bruch. Was mir aufgefallen ist dass Nummer 7 auf der Platte, The Last Thing You Should Do, das mochte ich am Anfang
Überhaupt nicht. Ich dachte, das ist so ein Füllsel, das ist so ein Wegwerfsong. Und dann sagte ein Freund von mir, der Pekan, sagte, ne, hör dir das Lied mal ganz genau an. Setz mal die Kopfhörer auf und lehn dich mal zurück und mach die Augen zu. Und dann hat dieses Lied seine totale Wirkung entfaltet. Und das ist ein Lied, das von der Produktion sehr lebt. Das ist sehr drum-and-bassig. Ja. Aber es hat gleichzeitig auch was sehr Transiges. Es ist so, es schwebt so. Es hat so was, was von Mantra-mäßigen so. Bowie hat angeblich, die haben da experimentiert mit dem Vokalsound, er hat angeblich in eine Wasserflasche reingesungen. Okay. Dabei. Und mir ist heute, als ich es nochmal hörte, aufgefallen, kann es sein, dass das inhaltlich so ein bisschen eine neue Version ist von Breaking Glass? Dieses, du hast da was ganz Komisches gemacht. Es ist was Seltsames passiert. Es hat auch diese Kälte irgendwie, dieses Verstörende, was man da auch hört. Und es ist noch was drauf, was mir heute auch, ich habe es heute auch nochmal gehört, Save the Last Dance for Me, Take the Last Kiss for Me, Give the Last Kiss to Me, Take the Last Bus for Me, with Me. Also nimm den letzten Bus mit mir. Mhm. An was erinnert dich das? And then we took the last bus home. Ian Hunter, Dandy. Achso, ja, das ist ja nicht von Bowie. Ja, ja, na, aber das Tribute von Ian Hunter, Dandy, da kommt dieses, ich glaube nicht, dass Ian Hunter daran angelegt hat, aber es ist so dieses Gefühl, ich bin Teenager und ich muss den letzten Bus nach Hause nehmen. Ja. Das ist auch was, ich muss die Kurve hier kriegen. Ja. So. Ja. Und das ist so ein... What have you been doing to yourself? Es ist ein Kleinod. Live gespielt bei seinem eigenen Geburtstagstribute zusammen mit Robert Smith von The Cure. Ja. Sehr schön gesungen. So. Sehr schön gesungen. Also da bin ich jetzt auch schon wieder bei, da bin ich auch schon bei 9 Punkten wieder von 10. Das finde ich schon... Definitiv. Ja. Und dann kommt das Lied, das definitiv übrig geblieben ist von der Outside, denn es ist das einzige Lied, das Bowie mit Brian Eno zusammen geschrieben hat auf dieser Platte. Denn er hat ja mit Eno zusammengearbeitet bei der Outside. Und I'm Afraid of Americans ist ein Bowie-Eno-Song, ein rockiges, knalliges Teil, was auf vielen Soundtracks, zum ersten Mal, glaube ich, bei Showgirls komischerweise auftauchte und bekannt geworden ist, auch durch die verschiedenen Remixe, natürlich vor allem durch den Remix von Trent Reznor von Nine Inch Nails, der Remix, der mir gar nicht so gut gefällt, weil mir nämlich dieser Lick, der Lick fällt da raus. Mhm. Es gibt ja dieses I'm afraid of her, und bei Trent Reznor ist es nur noch I'm afraid of dum, dum, bam, bam. Aber wer sich mal das Lied in verschiedenen Remixen anhören will, ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du das? Ich habe das nicht, ne. Du hast das nicht. Bowie hat das in Auftrag gegeben. Er wollte auf Tour gehen als The Tau Index, also wirklich Drum and Bass machen Platten auflegen. Das hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Und dann hat er diese Platte hier gemacht. Das ist eine Platte, ich glaube, die ist insgesamt 40 Minuten lang, besteht nur aus Remixen von I'm Afraid of Americans, ist kaum durchhörbar. Es sind gute Sachen dabei. Trent Reznor hat da mitgewirkt und ich glaube, der schlimmste Remix ist von Ice Cube. Der ist wirklich kaum hörbar. Ice Cube ist nur Special Guest. Also Dave Rave, Olivia, also es sind einige große Namen in der Remix-Szene dabei, aber ich gebe dir das mal mit, das musst du dir mal anhören, das ist sehr, 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 sehr erstaunlich, dass man sagt, wirklich ein Lied, was jetzt nicht so abwechslungsreich ist, wird jetzt einmal durch den Mixwolf gedreht und es gab ja, ich frage mich immer, warum macht man einen Remix? Man macht einen Extended Remix, dann ist der Song etwas länger, ja, und damit man ihn länger hat, wie damals die Super Sound Single in den 80er, oder man macht einen Dance Remix, so wie zum Beispiel von Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, da gibt es so einen Disco Remix. Die macht man einfach, weil man als Künstler neugierig ist, was andere so anstellen damit und damit wir sie kaufen. Und das ist einfach so, ich lasse jetzt einfach mal so Cracks an meinen Song ran und ob euch das jetzt gefällt oder nicht, ist egal, weil man kann nicht dazu tanzen, man kann es nur wohlwollend hören und sagen, ja, kann man machen, muss man aber nicht. I'm Afraid of Americans war sogar in den US-Charts halbwegs spürbar, tauchte da ein bisschen auf, wo ist ja eigentlich eine absolute, das ist ja... hochenergetischer Anti-Amerikanismus, bisschen paranoid. Naja, also. Sagt ja aber auch, God is an American. Ja, aber nachdem er auch schon Angst vor ihm hatte. Und also er sagt, sehr ironisch, I'm afraid of America, I'm afraid of the world. Das heißt, die Welt ist halt so. John is American, der will einfach Autos, Mädchen, kämmt sich die Haare und versucht witzig zu sein. Und das Video ist toll. Video ist toll mit Trent Reznor, der da jagt quasi, Bowie durch New York. Bowie hat einen unglaublichen gelben Pullover an. Er konnte echt alles tragen, das muss man wirklich sagen. Also wenn einer gelbe Pullis tragen konnte. Also das war wirklich, das ist ein tolles Genscher und
David Bowie. Der Ketcher war Polunder. Achso, das ist das sind die Nuancen. Da bist du natürlich, okay. Naja, auf jeden Fall, Bowie ist dann ja auch mit Trent Reznor und Nine Inch Nails dann auf Tour gegangen oder war vorher schon mit ihnen auf Tour. Darüber reden wir aber, wenn wir über die Outside sprechen. Sehr starke Nummer, auch das muss man sagen. Riesen. Die Platte ist halt so ein bisschen, das Problem ist, sie gibt dir keine Ruhe. Also du kriegst immer voll auf die Zehen. Das heißt, du musst echt, wenn du sie anfängst, musst du ein bisschen Kraft mitbringen, damit du da gut durchkommst. Wenn du müde im Auto bist, ist es eine der besten Platten, die man sich antun kann. Das ist sehr, 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 sehr unruhig und man bleibt wach. Das letzte Lied heißt Law, in Klammern so. Earthling on Fire. Ja. Und das ist so mehr oder weniger auch so ein bisschen der Tiefpunkt. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das geht wieder so in Richtung Palace at Athena. Ja, genau. Am Anfang sagt er, I want knowledge. I don't want knowledge, I want certainty. Ich will also kein Wissen, sondern Gewissheit. Und das ist so ein bisschen wie, was? Knowledge comes with death release. Also ich verstehe nicht, was er mir sagen will. Und es ist so eine reine Dancefloor-Nummer, kein Song in dem Sinne. Zwischen redet er im Hintergrund auch Sachen, das klingt dann so wie bei Ricochet, wenn er irgendwas Wichtiges dann noch erzählt, was ich aber auch nicht verstehe. Ist auch keine Lyrics. Ich habe nicht rausgefunden, was er da erzählt. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber egal. Nee, ist für mich, da, ehrlich gesagt, ich steige halt immer aus an der Stelle. Ja. Ich bin da mit der Platte fertig soweit. Das ist das Problem. Wenn das mittendrin gewesen wäre, hätte man es wahrscheinlich öfters mal gehört. Aber so am Schluss, da, naja, gut. Also, eigentlich ist Earthling unglaublich stark. Ja. Fängt wahnsinnig stark an, dann bröckelt es ganz bisschen, ist aber immer noch sehr stark, hat so einen kleinen Nachklapp, den keiner unbedingt gebraucht hätte. Ist aber eigentlich eine arschcoole Platte. Ich da hatte das Gefühl, in meiner Erinnerung war sie damals so ein bisschen belächelt. Ist so ein bisschen komisch, wenn du arschcool sagst. So, ja. Das reißt mich gerade. Unglaublich so elegant, tolle Platte. Nee, also ich weiß nicht. Nein, sie ist wirklich. Sie war damals so ein bisschen belächelt, weil man sagte, oh Gott, ja, die ist jetzt 50, macht er hier einen auf. Viele fanden es gut, viele fanden es auch nicht so toll. Und eine Platte, die im Rückblick in den Rezensionen, in der Besprechung halt so ein bisschen runterfällt. So, ja, da wollte er halt jung sein. Ich finde, das ist hat mich damals umgehauen und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ähnlich wie bei der Let's Dance, ja, wo ich, wenn ich mal einen Vergleich ziehen möchte, wo ich denke so, wow, als ich das zum ersten Mal gehört habe, diese Sounds, diese Art von Sounds, das gab es vorher in der Form noch nicht. Und die Verbindung zwischen Songwriting, organischen Instrumenten und Elektronik, auch da hat Bowie doch auch einen Ast gebrochen. Wobei er jetzt eben auf der Earthing noch viel näher an seinem künstlerischen Kern ist, weil eben Cut-Up-Technik im Text, auch in der Musik, diese Verbindung aus organischen Sounds und Computer, all das ist eigentlich wirklich der absolute pure Bowie-Werkzeugkoffer, den man auf Let's Dance jetzt nur noch in Ansätzen hört und spürt. Also, ich finde Earthling eigentlich unterschätzt. Die sind unterschätzt. Lass uns kurz über das Tribute, über sein eigenes Geburtstagskonzert reden. Er hat fast jeden Song gespielt von der Earthling, obwohl die Platte noch gar nicht raus war. Bis auf Dead Man Walking und Law, also Earthling on Fire, hat er alles gespielt. Mit vielen Gästen. Man hört auf der Aufnahme, es gibt die Aufnahme, es gibt auch ein Video davon. Wir warten alle noch drauf, dass das endlich mal remastered, richtig schön gesäubert auf Blu-ray auch rauskommt. Ich weiß, in Holland kann man die Platte legal kaufen. Ansonsten geht einfach ins Netz, guckt euch das Konzert an. We are your rock band for the night, for the evening. Bowie hatte dieses... Also die Geburtstagstribute-Platte gibt's... Gibt es auch. Habe ich irgendwie bei Amazon mal bestellt. Ja, einfach so als Doppel-CD. Kann man mal kaufen. Ganz normal. Kann man ganz, also ist erhältlich. Hatte diesen Jareth-Mantel an mit dem hohen Kragen. Sah wieder so ein bisschen aus wie so ein Magier. Ja. So ein bisschen. Das ist so ein Punkt. Das habe ich auch nochmal irgendwo gelesen. Fand das einen ganz interessanten Gedanken. Dieses Image oder Outfit, diese roten Haare. Ja. Das war so das letzte Mal, dass Bowie so einen gezielten Look, der fast eben ein Charakter oder was ist, nochmal gepflegt hat. Danach sehen wir Bowie eigentlich eher als Bowie. Also nach dem Hours, da war er... Bei der Hours-Tour, da hat er sich die Haare wieder so lang wachsen lassen und hat diesen Brokatmantel angehabt. Das war auch so ein bisschen so, ich bin jetzt der Bohem, so ein bisschen, ich bin jetzt eigentlich der Charakter, der auf der Man of the World auf dem Sofa liegt, so ein bisschen mit den wallenden langen Haaren. Ich wollte damit sagen, dass ihr da dieses, wie er da aussah, war nochmal so ein bisschen so eine scharf definierte optische Erscheinung und nochmal ein Konzept, einfach jetzt mal vom Aussehen. Bowie, das Chamäleon, da hat er nochmal so eine Figur. Und er hat aber auch auf der Platte eigentlich, sage ich jetzt erstmal Theorie, zum letzten Mal musikalisch versucht, nach vorne zu forschen und ein bisschen zu experimentieren und nach vorne zu gehen. Nochmal versucht, Avantgarde zu sein, was nicht so richtig funktioniert hat, weil die Jugend das doch eh schon gemacht hatte zu der Zeit. Aber nicht zum letzten Mal. Später hat er dann, ab da hat er ja eigentlich, ist er ja musealer geworden, hat mehr
sich auf seine eigenen Sachen bezogen und klang auch musikalisch eher wie so ein Deck-Katalog manchmal. Das fing bei Hours ja schon an und bei den nächsten Jahren auch. Wobei wir die ja lieben, die kommen dann auch noch, ja. Aber da war er noch mal ein bisschen wilder. Das ist nur eine Platte, die da die große Ausnahme ist, dass er dann nicht sich rückbesonnen hat, sondern nochmal was ganz anderes gemacht hat. Nämlich? Die Blackstar. Ja, aber über die reden wir ja dann nochmal. Über die müssen wir aber ein anderes Mal reden. Also insofern ist deine Theorie, lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, ich nehme Blackstar da auch aus. Müssen wir sowieso rausnehmen. Nochmal kurz zum Tribute-Konzert. Madison Square Garden, volles Haus. Tribute, also das war ein Benefiz für eine Save the Children Foundation. Er hat alle Songs gespielt, von der Earthling bis auf zwei, obwohl die noch gar nicht bekannt waren. Bis auf Little Wonder und Telling Lies. Alles sehr elektronisch. Man hört auch bei den anderen Songs sehr viel von Dutt, sehr viel Backing Vocals, sehr viel von den Rhythmen kommen von Band. Er hat sich sehr viele Gäste eingeladen. Und zwar jetzt nicht es war eben nicht das Freddie Mercury Konzert. Er wollte zeigen, ich habe immer noch eine Verbindung zu der Jugend. Ich zeige aber auch, und dann kam Lou Reed und habe gesagt, so, das ist aber auch meine Vergangenheit. Wer war denn alles da? Es fing an mit Frank Black, zusammen Scary Monsters und Fashion gesungen, sehr, sehr geile Version. Frank Black, der Sänger von den Pixies, die er immer bewundert hat, wo er auch Cactus gecovert hat, später auf der Heathen. Später kamen dann die Foo Fighters dazu für zwei Songs, also für Hello Spaceboy, womit er quasi dann die Pet Shop Boys Version dann wieder revidiert hat. Das ist die Verbindung zwischen Pet Shop Boys und Foo Fighters, ist David Bowie, ja, das ist der gleiche Song. Ich glaube, sie hatten drei Schlagzeuge auf der Bühne für die Nummer. Und Dave Grohl hat dann nochmal bei Seven Years in Tibet gespielt. Aber diese hochelektrische Band hat wirklich gerockt und ich finde auch, ich bin echt großartig. Großer Fan dieses Lorelei-Konzert. Ja, auch damals das, guckt euch das an. Guckt, das kann man ja auf YouTube ganz gucken mittlerweile, wunderbar. Das ist echt cool und die Band war halt fantastisch. Robert Smith kam dann auf die Bühne, hat wie gesagt The Last Thing You Should Know gesungen und Quicksand, ein Lied von Hunky Dory, mit dem er später dann die Earthling-Konzerte auch begonnen hat. Er kam alleine auf die Bühne mit seiner 12-seitigen Takamine und hat Quicksand gespielt und hat sich die Haare so ein bisschen, ja, sehr, sehr stylisch. Er hat so einen Undercut gehabt. Es gibt sogar Aufnahmen, wo er einen Irokesen hat. Also er war so ein bisschen stilistisch. Ich weiß nicht, ob seine Frau ihn da ein bisschen beraten hat. Also war so ein bisschen strange. Dann kam, Robert Smith kam auf die Bühne. Wer kam noch? Die Foo Fighters. Die Sonic Youth haben mit ihm gespielt bei I'm Afraid of Americans. Also ich bin immer noch am Puls der Zeit. Ich habe immer noch Punk im Blut und bin immer noch weit vorne. Dann kam Lou Reed, sein alter Weggenosse, mit dem er ja Transformer auch, er hat ja die Transformer produziert. Er hat schon als Ziggy Stardust hat er schon White Light, White Heat und Waiting for the Man gemacht. Und genau die Songs hat er dann auch gespielt in einer sehr elektronischen Fassung. Queen Bitch hat er gespielt, zusammen mit Lou Reed. Ja. Queen Bitch, was schon damals eigentlich eine Hommage war an Velvet Underground. Was ich aber so schön fand, ist, dass die beiden Dirty Boulevard gesungen haben, denn das ist wirklich eine meiner Lieblingsplatten. Nicht nur von Lou Reed, sondern generell die New York von Lou Reed. Falls ihr die nicht kennt, hört euch die an. Das ist ein absolutes, großartiges Meisterwerk und die beiden singen diesen wunderbaren Song Dirty Boulevard zusammen. Menschen, die David Bowie mochten, mögen ja hoffentlich alle auch Gail Ann Dorsey, die auch auf Earthling übrigens ganz tolle Momente hat. Wunderbare Backing-Sachen singt, gerade bei Dead Man Walking, wo auch dann Garson wieder ein wunderbares Schlusspiano-Solo spielt. Also es ist echt viel Musik drin, trotz der elektronischen Krachmomente. Ganz genau. Es gab dann Under Pressure haben sie gespielt, das haben sie schon bei der Outside gemacht. Mit Gannon Dossi, es gab Heroes, es gab in dieser neuen Version, also wo Gabrels dann quasi mit seiner sägenden Gitarre reinkam. Dann kam Lou Reed, danach kam Billy Corgan zum Schluss. Und hat mit ihm zusammen gesungen. All the Young Dudes war wunderbar, wunderbar angesagt von Bowie. I got a song about him. Und bei den Ansagen merkt man auch so, a guy from England, I'm not gonna make... Billy Corgan hat zusammen All the Young Dudes und Gene Genie gesungen. Und bevor er Billy Corgan auf die Bühne geholt hat, bekam er einen Geburtstagskuchen. Und er sagte dann den legendären Satz, I don't know where I'm going from here, but I promise I won't bore you. Genau. Und danach kamen die Hours. Ja. Lassen wir mal so stehen. Das ist gemein. Das ist gemein, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Ja. Und am Ende sang er dann alleine mit seiner Gitarre mit ein bisschen elektronischer Unterstützung Space Oddity zum letzten Mal live. Space Oddity, einfach um nochmal den Sack zuzumachen, um den Rahmen zu machen. Hast du die Earthling Tour gesehen? Ich habe
Nicht die Earthling Tour. Ich habe nur Outside gesehen. Ja. Outside Tour. Ich auch, ja, leider. Ja. Weil die Earthling Tour, da war das Problem, ist, dass er da mit The Prodigy aufgetreten ist. Und zwar vor Prodigy. Und ich habe damals gedacht, nee, ich gucke mir Bowie nicht vor Prodigy an. Was sind da für Leute, die da hingehen zu Prodigy? Hier mit ihrem Radau, mit ihrem Krawall. Ja. Ich will Bowie sehen. Aber wenn man sich die Setliste anguckt von der Earthling, da sind sehr, sehr, sehr schöne Sachen dabei. Da ist zum Beispiel Oh Superman dabei. Die Coverversion von Laurie Anderson, die quasi komplett von Gail M. Dorsey gesungen wird, wenn Bowie mit so einer riesigen Saxophontröte, ich weiß nicht, was für ein Saxophon das ist. So die Heizung. Irgendwas, irgendein Auto-Auspuff hat er sich da vergolden lassen. Ja, so wie bei Tim Machine hat er auch dieses Riesending da einmal gespielt. Genau, ja, genau. Und es gibt eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr schöne elektronische Version von We Too Schneider. Ja, genau. Und du siehst aber eben, wenn du das Tribute, also seine Geburtstagsparty erzählst und wir von der Tour sprechen, er war damals wahnsinnig bemüht, vernetzt zu sein, oder nein, ein Musiker unter Musikern zu sein. Also, ich kenne die Szene, die mögen mich, die spielen mit mir, ich mag die. Da war ich bin nicht Mainstream, ich bin alles auch nicht. Und so. Und ich habe damals, ich habe eben nicht Earthling, ich habe die Outside-Tour gesehen und da war damals waren sie auch mit, waren mit den Nine Inch Nails unterwegs, die haben sich Abende geteilt. Da reden wir, genau. Was ich die gesehen habe, damals war er mit den Dandy Warhols, gibt es die überhaupt noch? Ich glaube, die gibt es. Also gar nicht. Also da war er, ne? Das ist eigentlich eine ganz clevere Variante, mit einer Midlife-Crisis umzugehen, dass man unter Menschen geht und unter Kollegen. So machen wir das ja eigentlich auch. Er hat sich mit 50 richtig nochmal die Kante gegeben, hat kleine Club-Gigs gemacht und Mix-Shows gespielt. Und ich bereue das sehr, dass ich mir die Tour nicht angeguckt habe. Das bereut man im Nachhinein natürlich. Die Earthling. Ja. Eine meiner Lieblingsplatten, die ich immer noch gerne höre. Und sie ist gut gealtert, trotzdem sie quasi ein Kind der Zeit ist mit ihren Breakbeats und Jungle Rhythm und ihren crazy Sample Sounds. Aber die Songs sind einfach gut. Und wenn man die Songs akustisch spielt, nicht nur Dead Man Walking, sondern auch, wir haben uns auch mal hingesetzt, wir beide, wir haben auch mal Little Wonder mal akustisch gespielt. Das ist auch nett. Da sind viele schöne Sachen dabei. Wir möchten euch noch zum Schluss noch ein Buch zeigen, präsentieren. Das haben wir, glaube ich, schon mal ins Bild gehalten, aber es gibt jetzt zu der Earthling-Geschichte kein passendes Buch, deswegen haben wir mal irgendein Buch genommen, was rausgekommen passt ist. Auch. Bowie A to Z, das ist ein Buch mit schönen Illustrationen, wo quasi von A über B, hier Berlin, über C, Changes, E, Ino, also alles grafisch sehr, sehr, sehr sehr schön. Zeig doch mal die Seite, die zu Earthling passt. Die zu Earthling? Soll ich mal Earthling gucken? Ja, sicher. Wo ist sie denn? Dann haben wir doch direkt einen Bezug, dann ist es doch auch super eingebunden. Earthling, da ist ein kleiner Eintrag. Ach so, ist ein bisschen lexikal gehalten. Ich guck mal. Da muss doch irgendwo diese Erscheinung, die optische. Ich guck mal, das ist bestimmt die Version 97. Das ist bestimmt irgendwo, ist das bestimmt. Red doch mal mit den Leuten, ich guck mal. Ja, also das ist es ist eigentlich auch wirklich cool, mal so ein Buch über einen Musiker in so einem grafischen Comic-Stil zu machen. Das ist was auch zum Gucken und nicht nur zum Lesen. Das ist jetzt ein Buch. Aber man findet das jetzt nicht so schnell. Nee, man findet es nicht so schnell. Aber es ist ein Buch, was jetzt Bowie-Fans nicht unbedingt brauchen. Doch, weil die ganzen anderen, diese ganzen biografischen Bücher und sowas, das sind ja nur Bleiwüsten und die erzählen immer dasselbe. Und ich finde das toll, dass es so ein paar Sachen gibt, die einfach als Buch, als Gegenstand Buch schön sind. Es ist einfach schön gemacht. Hier, wenn wir jetzt gucken, unter All Your Pretty Things, wenn ihr mal schauen wollt, sitzt er in dem O drin und das ist also keine einzige Fotografie ist drin, es ist einfach so. Also deswegen mag ich auch dieses Treasures-Ding zum Beispiel, weil das als Gegenstand schön gestaltet ist und das ist echt auch B, Visconti, X wie X-Rated, Young Americans und Also, kaufen, ja, wir kriegen keine Reserve. The Life of an Icon from Aladdin Sane to Ziggy Stardust by Steve Wild with Illustrations by Libby van der Ploeg kann man bestellen im Internet, kostet 15 Dollar, US-Dollar. Das sind wie viel? 2 Euro, glaube ich, mittlerweile. Ja. Der Dollar ist gefallen. In D-Mark, keine Ahnung. Ja. Also, wir sind halt Komplettisten und wenn es sowas gibt, dann kaufe ich mir das halt. Ja. Das ist einfach schön rumzublättern, vielleicht auch für die Kleinen. Lass uns den Sack zumachen. Kann man den Kleinen, guck mal hier, das ist der Bowie, guck mal, das ist die Iman. Es gibt auch ein Malbuch. Malbuch. Die habe ich auch, die sagen wir vielleicht beim nächsten Mal, mal gucken. Ja. Über was wir beim nächsten Mal reden, das war es auf jeden Fall von mir. Lass uns das noch ganz kurz festhalten. Ja. Earthling ist stark.
Muss man hören. Ja. Ja, okay. Ein Muss. Ein Muss. Und wie wir weitermachen, wissen wir nicht genau. Es geht aber weiter. Wir freuen uns drauf. Wahrscheinlich nicht mehr aus dem Lehrerzimmer. Ich glaube nicht, dass wir extra nochmal hochfahren nach Riedenhausen. Hier. Ja. Und wir müssen auch langsam mal hier runter in die Show. Weil die nämlich wir haben eine Show heute noch. Ja. Wir haben noch eine Show, wir beide. Ja, wir müssen jetzt noch was anderes reden. Aber schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn euch was, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, na, darüber müsst ihr reden, dann bitte hier unten in die Kommentare. Wir lesen das alles durch und reagieren genau darauf. Und ich suche auch immer noch Anregungen für Specials. Wenn wir mal mit den normalen Alben durch sind, wollen wir noch ein bisschen weitermachen. Wenn ihr Ideen Soundtracks, habt. Duets. Dann sagt mal, was wir machen sollen noch. Ne? Sagt ihr uns doch mal was. Genau. Macht doch selber mal. Das ist doch das Internet. Das ist interaktiv. Oh, ihr habt uns doch gezeigt. Ihr müsst es selber in die Hand nehmen. Okay, das war's von uns. Das war's von uns. Wir gehen auf die Bühne. Bis bald. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.